Guten Tag, mein Name ist Baumann. Ich bin Lehrer in Berlin und zurzeit krank. Irgendwas mit dem Herzen. Heute ist die Langzeit-EKG-Untersuchung angesagt. Das heißt, ich trage jetzt mit mir am Körper irgendwie so 7 Sensoren mit mir herum, die irgendwelche Werte aufnehmen und ein Gerät, welches diese Werte aufzeichnet. Und morgen früh sind diese Aufzeichnungen fertig. Und dann gebe ich die ab und dann gucken die mal, was dabei rauskommt. Anschließend darauf in der Nacht mache ich eine Schlafuntersuchung. Das entsprechende Equipment habe ich mitbekommen. Das ist ein großer Koffer. Ein paar Sachen, die man sich da auch wieder anlegen muss. Ein bisschen kompliziert, aber kriege ich schon hin. Gut. Das zum einen. Die Blutuntersuchung ist durch, nichts Spektakuläres, alles soweit okay. Schilddrüsenwerte fehlen noch. Was kommt noch? Ich habe den Doktor angesprochen wegen Maskenbefreiung. Meint er, nee, das geht ja nicht, weil ich bin ja Risikogruppe und das kann er mir ja nicht antun, dass ich mich damit anstecke. Und deswegen würde er eher davon absehen. Na gut, dann gibt es die zweite Möglichkeit. Wenn er das so sieht, dass er mir eine entsprechende Bescheinigung für die Schule schreibt, dass ich dann eben Fernunterricht machen muss. Weil diese Masken, die wir dort tragen in der Schule, schützen ja nicht vor Viren. Und wenn ich ein Risikopatient bin, den man schützen muss, dann muss ich halt auch Fernunterricht machen. Das wäre die logische Konsequenz daraus. Also, dass ich mich jetzt mit einer nicht schützenden Maske, unter der ich jetzt schlecht Luft bekomme, die mich zusätzlich beeinträchtigt in meiner Atemnot, die ich aktuell habe, unterrichte, ist No-Go. Folter, sorry. Werde ich mich gegen wehren? Das wird nicht passieren. Ich werde mich nicht selbst kastrieren.